Jo, servus Freunde! In diesem Video ist zu sehen, wie ein Hund tagelang die Wand einer Bushaltestelle anstarrte. Deren Besitzer ist unbekannt und auch seinen Namen kennt man nicht. Es wurde ihm dem Spitznamen Chicho gegeben. Chicho fiel den Menschen in der argentinischen Stadt Altuweil deshalb auf, weil er 3 Tage und Nächte damit verbrachte, auf die leere Wand einer Bushaltestelle zu starren. Nur um zu essen und zu trinken, machte er zwischendurch kurze Pausen. Ansonsten war er derart auf diese Wand fixiert, dass alle Bemühungen scheiterten, ihn davon abzubringen. Es sieht so aus, dass er irgendetwas sieht, was ihn so fasziniert, dass er seine Blicke kaum noch von dieser Wand lenken kann. Allerdings konnte niemand etwas an der Wand erkennen, was dieses Verhalten erklären könnte. Einige vermuten, dass Chicho eventuell fast blind, an einer Hirnverletzung oder Geisteskrankheit leiden könnte. Andere wiederum spekulierten, dass er vielleicht etwas wahrgenommen hat, was sich den menschlichen Sinnen entzieht oder man es auch den 6. Sinn zuschreibt. Laut Berichten der lokalen Medien wurde Chicho von einem Tierarzt untersucht, der allerdings nichts Krankhaftes an ihm feststellen konnte und seinerseits vermutete, dass der Hund einfach auf etwas gewartet haben könnte. Letztendlich wurde der Hund nach 3 Tagen in einem Hinterhof eingesperrt. Was denkt ihr darüber? Also ich vermute, dass der Hund mit diesem Ort etwas verbindet. Vielleicht ist dort ja auch sein Besitzer verschwunden oder sogar verstorben. Und deshalb verweilt er immer noch regelmäßig dort in der Hoffnung, dass er eines Tages wiederkommt. Aber dass er so fixiert an die Wand starrt, ist schon etwas merkwürdig. Naja, okay, das war's mit den News. Dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und sage wie immer bis zum nächsten Video. Okay.